Hallo Freunde, heute geht es um sieben verbotene Filme, beziehungsweise waren sie mal verboten und sind heute wieder frei zugänglich. Die Nummer 1, Human Centipede 2, wurde in mindestens zwei Ländern verboten. Martin Lumex arbeitet als Nachtwächter in einer Tiefgarage in London. Der kleine übergewichtige Mann um die 40 schaut sich während seines Dienstes den Film Human Centipede, der menschliche Tausendfüßler, auf seinem Laptop an. Besessen von der Idee beschließt Martin, 12 Menschen miteinander zu verbinden, jeweils mit dem Mund am After des anderen. Nach und nach beschafft sich Lumex seine Opfer, indem er vor allem Gäste des Parkhauses mit einer Brechstange zusammenschlägt und sie an Armen und Beinen mit Klebeband fesselt. Nachdem er 12 Menschen gefangen hat, beginnt er, den menschlichen Hundertfüßer zu bauen, damit seine Opfer nicht fliehen, durchtrennt er ihnen die Kniesehnen. Mit einem Hammer schlägt er ihnen die Zähne aus, um seine Opfer dann mit einem Tacker und Klebeband aneinander zu befestigen. Lumex möchte sein Werk auf seine Funktion prüfen und füttert das erste Glied in der Kette mit Suppe. Da dies aber keinen Effekt erzielt, spritzt er allen Gliedern ein Laxativum, um den natürlichen Prozess zu beschleunigen. Zuletzt muss er die Gunst nutzen, um sich zu befriedigen, indem er Analverkehr mit der letzten Frau hat. Um ihre Qualen zu verstärken, befestigt er eine stahlige Vorrichtung an seinem Glied. Und ja, Leute, dieser Film ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ich persönlich werde hier keine Empfehlung über keinen dieser Filme aussprechen, weil, ich meine, lest euch den Titel durch. Jetzt wird's religiös mit der Nummer 2. Die letzte Versuchung Christi wurde in mindestens 4 Ländern verboten. Wer die Ammenmärchen wie Jesus noch nicht kennt, sollte am besten die Bibel lesen. Mehr kann ich hierzu leider nicht sagen. Ich kenne den Film nicht wirklich. Und ich wollte es auch nicht wirklich danach gucken, weil, es geht um Jesus, ja. Und, Bibel und so, das ist eigentlich schon, genug von Versuchung Christi. Okay. Kommen wir zur Nummer 3. Wurde in mindestens 4 Ländern verboten. Eine Frau blickt während einer Kuriositätenschau in eine verschlossene Box und beginnt zu schreien. Der Führer erzählt daraufhin, dass nur ein so schrecklich aussehende Wesen in der Box einst eine bezaubernde Trapetenkünstlerin war. Im Folgenden wird die Geschichte erzählt, wie aus der schönen Trapezkünstlerin Kleopatra dieses Wesen wurde. Der kleinwüchsige Hans ist Teil der Kuriositätenshow beim Zirkus von Madame Tetralini. Hans ist mit der ebenfalls kleinwüchsigen Frieda verlobt, hat sich jedoch in Kleopatra verliebt. Er macht ihr trotzdem Friedas Warnungen, Komplimente und Geschenke, die Kleopatra gerne annimmt, aber hinter Hans' Rücken macht sie sich über ihn lustig. Als Kleopatra erfährt, dass Hans durch eine Erbschaft vermögend geworden ist, schmiedet sie mit ihrem Geliebten, dem Muskelmann Herkules, einen perfiden Plan. Kleopatra heiratet Hans. Auf der Hochzeit zeigt Kleopatra ihr wahres Gesicht und macht sich betrunken über die vielen Freaks der Zirkusshow lustig. Doch nicht nur das. Sie und Herkules versuchen, Hans zu vergiften, um an sein Geld zu kommen. Dieser belebt, doch sind ihm nun die Augen geöffnet worden. Daraufhin nehmen die Freaks Rache, denn wer sich täglich zum Gespött der Normalen machen lässt, hält untereinander zusammen. Und ein alter Kodex besagt, dass wer einen von ihnen beleidigt, damit gleichzeitig alle beleidigt. Die Freaks töten Herkules und machen die schöne Kleopatra gewaltsam zu einem Freak. Diese wird von den anderen derart verstümmelt und an eine Ente erinnert, schließlich selbst Teil einer Kuriositätenshow. Die Schlussszene zeigt, wie Hans mittlerweile durch sein Erbe in wohlhabenden Verhältnissen lebt und Frieda Jahre später doch wieder zusammenfinden. Frieda wird dabei begleitet vom Clown Froso und der schönen Zirkusdame Venus, die, obwohl beide kein Freak sind, diese immer ernst genommen und mit Freundlichkeit behandelt haben. Der nun folgende Film soll auch auf einer wahren Begebenheit basieren, also dass die Vorgehensweise soll es wirklich geben. Okay, Nummer 4, Hostel, wurde in mindestens 5 Ländern verboten. Der Film handelt von den kalifornischen Rucksacktouristen Paxton und Josh, die mit dem Isländer Olli, den sie in Frankreich kennengelernt haben, durch Europa reisen und sexuellen Abenteuer mit ausländischen Frauen nicht abgeneigt sind. In der niederländischen Stadt Amsterdam wird ihnen von einem Mann eine Herberge in der Slowakei empfohlen, in der einheimische Frauen ausländische Touristen entsprechende Wünsche erfüllen sollen.
Dort angekommen feiern Josh, Paxton und Ollie in ihrer ersten Nacht mit zwei jungen Frauen in einer Bar. Als Josh zwischendurch an die frische Luft geht, wird er von einem Bande krimineller Kinder bedrängt. Ein niederländischer Geschäftsmann, den das Trio auf der Zugfahrt in den Ort kennengelernt hat, kommt ihm zu Hilfe. Die beiden gehen zurück in die Bar, wo sie sich nach einiger Zeit lang freundlich unterhalten. Am nächsten Tag ist Olli spurlos verschwunden. Während die zwei Freunde über den Verbleib ihres Begleiters rätseln und nach ihm suchen, erfährt der Zuschauer, dass Olli zwischenzeitlich von einem unbekannten Mann ermordet und zerstückelt worden ist. Der Ort des Geschehens entpuppt sich als ein Folterkeller. In einem Nebenraum beginnt der Täter mit der Folterung eines gefesselten asiatischen Mädchens, das die drei Jungs am Abend zuvor zusammen mit deren Freundin Kana im Hostel kennengelernt haben. Josh und Paxton feiern in der darauffolgenden Nacht erneut eine Party. Am nächsten Morgen ist auch Josh verschwunden. Er wacht in einem Kellerraum voller Folterwerkzeuge auf. Der niederländische Geschäftsmann, der zuvor so freundlich zu Josh gewesen war, foltert und ermordet ihn auf grausame Weise. So, da lege ich doch direkt nochmal eine Schippe drauf. Mit der Nummer 5, Serbien-Film, wurden mindestens 6 Ländern verboten. Milos ist glücklich mit Maria verheiratet und hat einen jungen Sohn namens Peter. Sein Bruder Marco, der als korrupter sibirischer Polizist sein Geld verdient, beneidet Milos wegen seines harmonischen Familienlebens und ist heimlich in Maria verliebt. Da Milos als ehemaliger Pornodarsteller keine Rente bezieht, werden seine Ersparnisse zudem knapp. Pornodarstellerin Lejla vermittelt Milos daraufhin an den selbsternannten Kunstproduzenten Vukmir weiter, welcher seine Filme allerdings nicht veröffentlicht, sondern gegen hohe Geldsummen privat verkauft. Aufgrund seiner Fähigkeit, sogar ohne visuelle Stimuli eine Erektion zu erlangen, ist Milos in der Szene als The Filthy Stud bekannt, weswegen Vukmir besonders an seiner Besetzung interessiert ist. Bevor Milos die Villa von Vukmir betritt, begegnet er einem älteren, glatzköpfigen Mann, der von zwei Bodyguards begleitet wird. In der Villa erfährt Milos von Vukmir keine näheren Informationen bezüglich des Filminhalts, weswegen Bedenken aufkommen, doch diese lösen sich auf, nachdem ihm eine hohe Geldsumme für die Teilnahme angeboten wird. Okay, weiter mit der Nummer 6. Der Klassiker Tanz der Teufel wurde in mindestens 7 Ländern verboten. Die Handlung von Tanz der Teufel ist relativ schnell erzählt. Eine Gruppe Jugendlicher fährt zum Urlaub in eine Waldhütte in Tennessee. Im Keller finden sie ein altes, mysteriöses Buch, das Necronomicon Ex Mortis, sowie ein Tonbandgerät, auf dem uralte Beschwörungsformeln aufgenommen sind, die beim Abspielen sogleich ihre Wirkung zeigen. Im Wald rings um die Hütte erhebt sich das Böse. Dämonische Kräfte beginnen die Gruppe zu dezimieren, indem sie nacheinander die Körper der Menschen als Wirte nutzen und diese Gestalt auf die Jugendlichen losgehen. Last but not least, die Nummer 7, das Leben des Brian, wurde in mindestens 7 Ländern verboten. Brian, das Ergebnis einer Affäre der Jüdin Mandy Cohen mit dem römischen Soldaten Nixus Minimax, kommt im Stall neben dem von Maria und Josef zur Welt. Von der herrischen Mutter dominiert, wächst er in Judäa zu einem unauffälligen Mann heran. Er verliebt sich in die idealistische Judith, die sich in der Volksfront von Judäa, einer jüdischen Widerstandsgruppe, gegen die römische Besatzer engagiert. Brian bemüht sich erfolgreich um die Aufnahme in dieser Gruppe und beteiligt sich an deren Einbruch in den Palast von Pontius Pilatus. Dort wollen die Freiheitskämpfer die Frau des Statthalters entführen und so das römische Imperium zu Fall bringen. Die Entführung scheitert, weil eine weitere der zahlreichen untereinander zutiefst verfeindeten Splittergruppe die Kampagne für ein freies Galiläa zur selben Zeit dasselbe Ziel mit dem gleichen Plan verfolgt. Brian wird im Palast verhaftet und zur Anhörung von Pilatus gezerrt. Dank eines Lachanfalls der Palastgarde und eines außerirdischen Raumschiffes, das zufällig vorbeikommt, entkommt Brian der drohenden Verurteilung durch die Flucht aus dem Palast. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo und vor allem aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dankeschön Leute und ciao.